Ja, guten Tag, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Soeben bin ich in Lützelflüh, Goldbach, gestartet. Übrigens mein neuer Wohnort. Ich werde eine Wanderung ins Blaue machen. Hier überquere ich übrigens die Emme. Und da oben die berühmte Gotthelfkirche. Ich werde sie heute nicht besuchen, zeige sie euch ein andermal. Noch einmal einen Blick auf die Kirche. Hier vorne ein ganz stattliches Haus. Schönes Wohnquartier in Lützelflüh. Meine Wanderung führt mich jetzt hier hoch, das entlang. Einen wunderschönen Blick auf Lützelflüh und in die Emmentaler Hügel hinein. Dieser Blick hier ist Richtung Burgdorf. Ich habe schon ziemlich an Höhe gewonnen. Schöne Herbstbäume. Und jetzt muss ich dieses steile Stück hier hoch. Ich glaube, das muss ich langsam angehen. Von da unten bin ich jetzt hergekommen und es geht noch immer steil berghoch. Ich glaube, das ist für mich ein gutes Training für dann nächstes Jahr mit einem sehr interessanten Wanderweg anzufangen. Dort gibt es dann sehr viele Höhenmeter. Aber ich möchte noch nicht verraten, welche das ist. Ich kann nur sagen, die Gesamtstrecke von diesem Weg ist bei 7000 Kilometer und ist in Europa. Mehr sage ich noch nicht dazu. Schaut euch mal dieses Haus an, wie schön, voll mit Blumen. Da gerade unter ist Lützelflüh. Hier hat man einen schönen Blick ins Emmental, so rennen wir runter. Leider sieht man heute die Berge nicht. Und da hinten der schöne Herbstwald. Es ist so schade, dass man die Berge nicht sieht. Aber ich habe jetzt dann schon bald den höchsten Punkt meiner heutigen Wanderung.
diese Richtung ist der Jura. So schön da oben. Und da unten sieht man das Schloss Drachselwald. Das ist etwa hier, da. Das Schloss Drachselwald zu sehen. Leider auch im Dunst. Und da noch auf die andere Seite. Schaut euch dieses schöne Ferienheim an. Sogar noch mit Dampfbad. Und das ist die Aussicht, die ihr von oben habt. Wenn es euch Hunger nimmt, wo das ist, gebe ich euch gerne die Adresse. Hier geradeaus würde man Eigenmönch und Jungfrau sehen, klarem Wetter. Ich befinde mich hier auf einem markanten Aussichtspunkt, auf der Eck. Das ist der höchste Punkt bei meiner Wanderung. Wunderbare Rundsicht. Schade, dass heute einfach die Fernsicht nicht so gut ist. Die Schafe da vorne und dieser Ausblick, so einfach schön. Leider erkennt man den Jura nur ganz schwach. So das Gefühl, hier auf meinem Video sieht man ihn nicht. Ich befinde mich auf einem sehr schönen Waldwanderweg. Sehr schön gemacht. Zwischendurch habe ich auch ein bisschen Aussicht auf die Emmentaler Landschaft. Schön da oben und tut gut. Da hier habe ich auch wieder so ein Emmentaler Tal. Jetzt habe ich gerade eine kleine Pause gemacht. Das war mein Aussichtspunkt hier oben, dem sogenannten Schaufelbühl. Ganz ein schöner Wanderweg. Das einzig Schade ist, dass ich heute keine Fernsicht habe. Der kleine Weiler Schaufelbühl. In diesem Gebiet mächtige Bauernhäuser. Und hier noch eine Hochebene. Das gibt es auch im Emmental. Über diese kleine Hügel bin ich jetzt gekommen. Schön in der Herbstwald. Und da vorne geht es weiter. Wieder in eine Straße. Jetzt habe ich eine langgezogene Hochebene durchquert. Und komme jetzt da wieder zu einer Weide mit Mutterkühen. Schön, wie die da am Fressen sind.
Und die Aussicht, die wäre so schön da oben. Oh, auch jetzt, trotzdem, dass die Fernsicht fehlt. Jetzt habe ich wieder mal einen Blick auf die andere Seite. Und hier vorne, das große Dorf, da hier vorne, da, das ist Sumiswald. Da wieder ein Blick Richtung Jura. Da bin ich wirklich auf einem Plateau oben. Und da auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen gehügeliger. Und war ganz hinten. Da ist wirklich weit, alles flach da oben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass es im Emmental noch so flache Gebiete gibt wie da. Da auf der anderen Seite sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Da oben kommt man fast sich vor wie in Holland. Da vorne ein mächtiges Bauernhaus. Ein Blick nach Affolten. Da unten in diesem Dorf gibt es eine bekannte Schaukäserei. Da kann man schauen, wie der Käse hergestellt wird. Natürlich der Emmentaler. Da kommt das ganze Dorf Affolten zum Vorschein. Ist noch ziemlich groß. Und da auch ein schönes Tal. Da vorne in diesem ersten Haus ist jetzt die Schaukäserei. Ich glaube, ich gehe dran vorbei. Kann dann das ein andermal zeigen. Das ist die Schaukäserei jetzt. Jetzt habe ich diesen Abstieg wieder vor mir. Gerade. Alles sehr, sehr schöne Gegend. Das gefällt mir. Voll in der Natur. Diese gerade Strecke bin ich jetzt erst gerade gekommen. Ich werde jetzt da oben noch eine kleine Rast machen bei dieser Bank. Wo ich wieder, glaube ich, absteige. Wie ihr gerade seht, kreuze ich hier den Jakobsweg. Das da oben heißt Kloster. Also muss hier früher ein Kloster gestanden haben. Das da unten ist ganz ein steiler Graben wieder. Und ich habe es oben schön. Da bei mir ist es nicht so steil.
da unten das Tal. Das ist von Sumswald Richtung Utwil. Dieser Seite geht das einfach steil runter. Und ich habe so eine flache Ebene da oben. Ganz interessant. Mal ein Blick da das Tal runter. Oh, diese Welt. Es ist einfach schön. Da ganz vorne das Dorf, das man sieht. Das könnte Winningen sein. Dort geht die alte Bahnlinie Bern-Zürich durch. Und ganz, ganz weit hinten, ich hoffe, man sieht es im Dunst, ist der Jura. Jetzt muss ich hier ein bisschen wieder absteigen in das Tal runter da. Ist aber nicht so schlimm. Geht, glaube ich, nachher diese Straße, wo man da unten sieht, weiter. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Nochmal einen schönen Blick hier runter. Ist doch einfach wunderbar, diese Aussicht, die man da hat. Wieder so ein Seitental Richtung Winningen. Und da oben ist immer noch alles flach und ich habe eine Straße wieder. Aber jetzt. Ich habe ja jetzt auch viel Natur weggehabt. Das heißt übrigens eine alte Käserei. Vermute nicht mehr in Gebrauch, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ach, Käserei Friesenberg heißt die da. Jetzt bin ich wieder auf einem Naturweg. Da oben ist wieder alles flach und hier auf diesem Berg oben wäre noch eine Burgruine. Aber ich gehe jetzt vorbei. Wahrscheinlich ist da nicht mehr viel übrig und somit auch nicht so sehenswert. Ich habe heute wirklich einfach eine schöne Wanderung. Wenn es ein bisschen weit ist. Jetzt erkennt man den Jura besser. Hier noch immer ziemlich abgelegen. Aber es ist wirklich so schön da oben. Oh, da gäbe es noch Klasse. Da muss ich noch einen Umweg machen. Ich glaube, ich lasse es. Nochmal ein Blick darunter. Eine sehr schöne Stimmung am Abend oder gegen Abend. Die Sonne ein bisschen tiefer ist. Es ist so schön. Die Farben auch da im Herbst. Jetzt habe ich mit meinem Abstieg begonnen. Ich muss doch wieder irgendwann mal ins Tal runterkommen. Jetzt geht das hier runter. Schöner Wald im Herbst einfach. Es gefällt mir so. Ist ganz schön. Jetzt habe ich doch schon massiv an Höhe verloren. Habe aber immer noch sehr schöne Aussicht hier ins Tal runter. Leider jetzt sehr viel Straßen. Aber jetzt, ich werde dafür mit einer sehr schönen Aussicht belohnt. Und dieser Wald da drüben, die Farben wieder, das ist einfach schön. Ich kann es immer wieder sagen. Thank you.
Da werden irgendwelche Bäume angepflanzt. Oh, dieser Baum hat noch viele Äpfel dran. Schön. So, jetzt muss ich hier weiter. Oh, diesen wunderschönen Ausblick. Schon Mittelland. Jetzt habe ich wieder mal ein bisschen einen anderen Weg. Da durch diese fast so hohe Gasse runter. Gibt ein bisschen Abwechslung. Da habe ich wieder eine große Ebene von mir. Und jetzt sieht man den Jura ganz schön. In ganz vorne. So lange Hügelzug. Ich bin schon im flacheren Land angekommen. Habe schon fast 20 Kilometer zurückgelegt. Dem geht es auch nicht so gut, diesem Baum da. Und was das Schöne ist, jetzt gegen Abend zu, die Fernsicht wird immer besser. Da Richtung Jura. Ein kleines Dorf. Jetzt geht mein Wanderweg darunter. Jetzt geht mein Wanderweg in diese Richtung da. Dieses Tal. Keine Ahnung habe, wie es heißt. Und von da drüben, da bin ich jetzt runtergekommen. Da ging mein Wanderweg durch. Jetzt habe ich da unten einen großen Wald und hier wieder einen kleinen Weiler. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich da bin. Wenn ich keine Karte hätte, wäre es sehr schwierig für mich. So, ich bin wieder mal in einem Wald unterwegs. Das ist ganz schön. Schön ruhig. Hier überquere ich jetzt ein Bächlein. Und da vorne, so wie es aussieht, geht es wieder mal rauf. Aber nicht so schlimm. Da die größere Ortschaft, das ist mein Ziel. Herzogenbuchse. Das habe ich jetzt vorgenommen. Aber es gibt noch ein paar Kilometer. Da unten sieht man übrigens noch die alte Bahnlinie Bern-Zürich. Da geht mein Weg noch schön flach. Ein bisschen weiter vorne
kommt dann der große Abstieg ins Tal runter. Und dann habe ich, glaube ich, nochmal einen Aufstieg. Da ist jetzt mein Wanderweg durch Gestrüpp. Ich hätte auch da den unteren nehmen können, der wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber jetzt gehe ich jetzt halt hier runter. Der Hauptweg wäre da daneben. Aber der ist sehr morastig, sehe ich gerade. Aus diesem Grund ist sicher dieser Weg hier entstanden. Seht ihr da? Hier ist jetzt wieder schöner, aber ich gehe jetzt wieder diesen. Da geht es jetzt doch noch ziemlich steil runter. Da zum Teil ein wenig aufpassen, dass man nicht ausschlüpft. So bei Nässe möchte ich ehrlich gesagt nicht dadurch. Mir vorstellen, dass hier sehr viele Biker runterfahren. Man sieht es auch. Große Kurve. Ich war oben ein kurzes Stück auf dem falschen Weg. Ich war auf die Bike-Strecke gekommen und da bin ich jetzt wieder auf dem Wanderweg. Aber ich bin schon bald unten. Den Abstieg schon bald hinter mir. Schöne Treppe. Puh, das ist eine lange. Ein paar Schafe friedlich beim Weiden. Und ich bin jetzt in der Ebene unten. War jetzt ein heftiger Abstieg. Da weiter vorne wird noch geschossen. Schießübung heute. Da vorne das große Dorf. Ein schönes Dorf. Leuchtenden Farben. Ein kleiner Bach. Und da hat es ganz schöne Häuser. Vorne auch noch. Das da vorne sieht aus wie eine alte Mühle. Ein schönes Feld. Zum Teil wahrscheinlich noch sumpfig. Von diesem Hügel da vorne bin ich jetzt runtergekommen. Und jetzt geht es hier hoch. Übrigens bin ich hier in einem Dorf, das hat einen ganz interessanten Namen, nämlich Bettenhausen. Und das ist jetzt noch mein letzter Aufstieg für heute, den ich habe. Ich nähere mich meinem Ziel. Es ist nicht mehr so weit. Ich habe doch schon bis hierher etwas über 25 Kilometer.
Es wird noch ein bisschen mehr geben. Es war eine ganz, ganz schöne Wanderung. Hier vorne nochmals diese Berg, wo ich runtergekommen bin. Ein bisschen viel Straßen habe ich gehabt, aber doch auch Naturwege, dafür sehr schöne Aussicht. Auf dieser Seite in dem Wald da soll es noch eine römische Warte geben. Ich gehe jetzt nicht noch schauen, muss irgendwo da oben sein. Da vorne komme ich, glaube ich, wieder aus dem Wald raus. Ich habe es jetzt dann bald geschafft. Ich bin dann noch auf einem Winterparcours gelandet, aber das habe ich, glaube ich, nicht mehr nötig nach über 26 Kilometern. Noch ein staatliches Haus von Herzogenbuchse. So, ich bin in Herzogenbuchse angekommen und ich gehe jetzt Richtung Bahnhof. Ich habe heute fast 28 Kilometer gemacht, so eine lange Strecke, aber sehr schön, sehr schöne Aussichten unterwegs. Da vorne geradeaus haben wir den Bahnhof, mein heutiges Ziel. Ich danke euch, die mich diese schönen Wanderung begleitet hat. Bis zum nächsten Mal.